Hier haben wir, was haben wir hier? Mach nochmal so ein Zeug. Warren's waiting for me and his flash drive in the parking lot, so I better get back to my dorm. Okay, wo können das sein? Poster, Poster, Poster. Was ist das? Graffiti. Zigarettenstummel. Ew, gross. At least switch to E-Cigs. Die verstecken sie sich immer, um zu rauchen, die Kids, die Coolen. Oh, that's not nice. Poor little Otter. Ja, wer sprüht denn so ein kleines Graffiti irgendwie da an die Wand? Und sonst ja nirgendwo anders irgendwas. Das ist ein bisschen lustig. So. Muss ich nochmal reingehen? Nein, ich denke nicht. Bin ich denn nur blöd? Da hinten vermutlich lang. Huch. Oh, jetzt habe ich dich aus Versehen angerempelt. Hey, bleib doch stehen. Wo bist du? Ist er das? Nee, aber mit dem kann ich reden. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You have to answer a simple question. Who photographed the famous fallen soldier? Oh, um Gottes Willen. Aber da kann ich bestimmt die Zeit zurückdrehen dann und sagen, ja, hier, der, ach nee, der, ach nee, der. Ich kenne mich damit leider gar nicht aus mit Fotografie. Isn't it Robert Dornau? Oh my, you can't even tell the difference between street photography and photojournalism. Okay, der ist schon mal nicht. No portfolio peak for you. Aber ich kann nicht zurückdrehen. Kann ich nochmal? Evans portfolio always looks so uber pro. Oh. Doch, jetzt kann ich doch. Nee, oder? Macht das jetzt Sinn, was ich gerade tue? Drücke ich ein Shift? Huch, nein. Fetscht. So, jetzt können wir bestimmt nochmal mit ihm reden. Vielleicht hätte das auch so ein zweites Mal funktioniert. Ich überspringe das kurz. Okay, der untere war es nicht. Gotta be Eugene Smith. Well, they both were famous war photographer images. But you should know the difference. Oh, der war's auch nicht. Wrong answer. Kann ich ihn jetzt nochmal ansprechen? Sorry, I have to get back to my portfolio. Sag ich doch. No time for amateurs. Ich will no das jetzt offense, aber sehen. Max. Ich will das jetzt aber sehen. Shift eigentlich, aber es kommt mir trotzdem nicht schneller vor. So, jetzt aber nochmal. Hey Evan, mind if I check out your cool portfolio? Okay, wir haben ja noch. Wir haben ja noch zwei Versuche. Steve McCurry? Unless he could travel back in time. McCurry was born 5 years after the falling soldier picture. Vielleicht konnte er ja zurück in die Zeit reisen. In other words, no portfolio. Ach komm schon, die letzte Antwort natürlich. Also irgendwie funktioniert das nicht, ne? So, geschafft. Und nochmal, und den letzten. Hey Evan, let's see. So, Robert Capa. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. Das war der Name, den ich zuerst sagen wollte eigentlich. His quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. So, dann schauen wir uns das mal an. Mhm. Hier haben wir nämlich Rachel drin, ne? Okay, das war's schon. Mehr gibt's hier nicht. Sie hat gelesen und hat geraucht. Vielleicht war sie auch da hinten in der Zigarettenecke. Wir sind ein übelster Detektiv hier. Okay, danke. Signpost. Nein, nein, nein. Was habe ich getan? Ah, ich kann... Ach so. Okay, ich habe immer die...
nee, doch die rechte Maustaste gedrückt, um rückwärts zu drehen und dann Shift. Aber es reicht, wenn ich jetzt nur Shift drücke. Und nicht mehr die Maustaste, dann geht es schneller. Ah. Come on, Logan, bring it, bro. Das habe ich nicht ganz richtig gemacht. Das tut... yeah. Und wieder ganz viele Möglichkeiten, mit Leuten zu reden. Das ist ja schön. Hallo. I need to go to my room and return Warren's flash drive. Okay, wo ist dein Raum? Ach, du wohnst hier direkt in der Schule? Schön. Hallo. No. Oh. Hi, Max. How are you? Was liest du? How are you doing? Fantastic. I'm by myself reading Chicklet. Ready soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club. I think you're better off reading Chicklet. Good point. Now if you'll excuse me. Alle wollen in diesen Vortex Club. Vortex Club. Kann ich mit denen hier reden? Ah ja, das ist die Doofe. Logan, hi. No, bro. You can't take a picture. You gotta wait till Friday's game. Bro. Football, Max. Big football. Step away. Big football. Oh, hier, die Arme sitzt hier ganz alleine. Hi, Kate. Hey, Max. Sweet. Wie war? How did you like class today? I don't remember. I guess I don't care about much of anything today. Is there anything... Max, I'd like to be alone, if you don't mind. I'm sorry. Nice, bro. Glad to see our campus is eco-friendly. Okay. Samuel, hallo. Howdy, Samuel. Well, hello there. Oh, der macht mir ein bisschen Angst. Ganz leicht. What's up with these Rachel Amber posters? Only she would know that, right? I guess. It just makes the campus look sad. You can't color over that sunlight. Awesome. Kannst du ihn? How can you know a prism? You just stare in awe. Now I have to go paint windows. Der ist ein bisschen merkwürdig. What do you think happened to her? Best not to dwell on the past. Samuel looks forward. Like a clock. Er redet doch in der dritten Person von sich. What was she like? She must have been popular. Even sunlight can cast shadows. Rachel did both at once, you know. She was like a battery. Positive and negative. Okay. Schön. See you later, Samuel. And watch your step around here, Max. After I sweep, I paint. Okay, also der macht mir wirklich ein bisschen Angst. Ist bestimmt hier drin gefangen. Rachel, Rachel. Komm schon. Ich sehe nichts. Naja. Jetzt werden wir schon noch rausfinden, wo die steckt und was mit ihr geschehen ist. Und werden uns selber in Gefahr bringen. Jetzt komme ich hier nämlich nicht durch. Jetzt muss ich mit der reden oder ich kletter hier einfach die Leiter hoch. Das geht schneller. Und ist mir auch lieber, als mit dieser blöden Kuh hier zu reden. Nee, ich komme echt nicht durch. Kann ich mich vor sie stellen und sie angucken? Oh shit. There's Victoria and her Mean Girls. Mean Girls? Stand die vorher nicht mit der Bebrillten noch da? Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. Ho. Oh. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wave hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Oh Gott. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. No. Oh wait. Hold that pose. Oh man. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. Oh ja, hier bestimmt irgendwie mit dem Wasser. So lächerlich. Das. Ich bin froh, dass ich solchen Weibern, also solchen richtig bösartigen, zickigen, aber wir sind so toll, noch nie begegnet bin. Oder vielleicht bin ich's und ich hab's einfach nicht gemerkt.
furchtbar, aber ich glaube, sowas gibt es wirklich auch nur in Amerika, oder? Nee, gibt es bestimmt überall. So, was mache ich denn jetzt? None shall pass. Capiche? Capiche? Ich habe ja keine Items oder so. Ich kann ja auch nichts aufsammeln. Ich kann dann bestimmt hiermit was machen. Okay, now where exactly is the sprinkler valve? Ah, ich muss das Ding einfach aufdrehen. Schauen wir mal, ist bestimmt bei ihm. Im Raum, wo dann auch die Rachel gefangen ist. Okay. Ah. Ah ja, er hat ja gesagt, er malt da die Fenster an. Muss man immer erst ein bisschen warten, also. Ah, was haben wir hier? Was? Das sieht ein bisschen aus wie. Aber nee, das ist nur ein. Wir rennen mal. Das geht ein bisschen schneller. Die Farbe, wo hängt die denn? Ah, da. Kann ich hier hochklettern und die holen? Nee, ich komme da auch nicht ran. Wo könnte denn hier. Tisch. Ah, er hat die Tür aufgelassen. Okay. Da ist ein Schalter. Ist hier sonst noch was? Nö, nur dieser Schalter. Look. This main sprinkler valve looks easy enough to use. I need to figure this out. Okay, jetzt bin ich hier. Ich habe die Zeit zurückgedreht. This main sprinkler valve looks easy enough to use. Oh, aber was ist er denn? Ist er jetzt schon? Ach, ein bisschen zu spät vielleicht. Jetzt habe ich aber nirgends so einen Knopf irgendwie auf. Hat er den einmal jetzt schon hingehangen? Ihr macht's gerade. Vielleicht muss ich es jetzt. This main sprinkler valve looks easy enough to use. Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich gerade nicht. Okay, vielleicht wenn er gerade da lang geht. Ah ja, okay. Warum sollten wir jetzt warten, bis. What the hell? Are you kidding? Look at this! Chill, Victoria. It's just water. Yeah. Water on my cashmere? Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Gut, er hat nichts mitgekriegt und wir gehen einfach mal. Jetzt muss ich mich nicht mal mit ihnen anlegen. Doch, die stehen immer noch hier. Temper. Was mache ich jetzt? Okay, let's see if this works. Okay, was hat sie jetzt. Fällt das jetzt ab? No way! No fucking way! You okay, Victoria? Oh, Samuel, sorry. Wet paint is not good for hair, nope. Sorry. Get the hell away from me, weirdo! Hold on, hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I dry. It worked. Don't mess with Max, bitches. Bitches. Jetzt kann ich ein Foto von ihr machen. Geht das? Das wäre lustig. Nee, ich kann nur mit dir sprechen. Hey, Victoria. What do you want, Max? Oh. Oh. Soll ich nett zu ihr sein oder soll ich mich lustig über sie machen? Eigentlich hätte sie es ja verdient, dass wir uns lustig über sie machen, aber ich denke mal, da wird der Hass gegen uns nur noch größer. Oder sie wird wütend dadurch, dass wir sie bemitleiden. Ich weiß es nicht. Ich würde trotzdem lieber einen Schritt zurückgehen jetzt. Wir haben ihr das ja schon angetan und sagen, hey, was ist denn mit dir passiert? Das tut mir voll leid. I am sorry. That's an awesome cashmere coat. It was. But there'll be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. Jetzt magst du uns nämlich ein bisschen, das ist gut. Und wir sind der Konfrontation am Anfang auch aus dem Weg gegangen. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck your selfie. That was me. Oder doch, das war doch. Pretty funny. Ich dachte, das hätten wir auch zurückgespult. One of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Au revoir.
Okay, danke. Nein, ich finde es gut so, was wir getan haben. Weil hätten wir das jetzt nicht gemacht, wäre das vielleicht am Ende irgendwann... Hätte sich das richtig hochgeschaukelt zwischen den beiden und so, finde ich das gar nicht schlecht. Ich lasse das auch so, ich will die Zeit nicht zurückdrehen. Aber vielleicht ist das gerade das Nachteilige, dass man denkt, das ist jetzt die richtige Entscheidung, die ich hier getroffen habe. Und dann ist es genau der Fehler. Das ist ja herrlich. Red Rum ist eine Anmerkung natürlich an Shining von Stephen King. Das ist nett. Finde ich richtig cool. Map. Welcome to Black Hill. Okay, wir müssen hier hin. Taylor? Hieß der Taylor, zu dem wir wollten? Ich hab's gerade vergessen, ich glaube, ja. Map, noch eine Map brauchen wir nicht. Board. Ich guck mir das mal an. Room 217. Ja, genau. No way in hell am I ever going in here. Das ist noch das Zimmer, wo die Frau in der Badewanne liegt im Film. Dana is still a cheerleader at heart. Okay. Ah, hier steht überall sowas dran, ist ja nett. Juliet, extreme reporter. Extreme. Hier kann ich nicht rein. Ist hier irgendwas Cooles? Da steht was. Weiß nicht. Look, ach, jetzt stehen immer wieder andere Sachen, glaube ich, dran, aber ich glaube nicht, dass das so wichtig für uns ist. Bier und Camper. Ja, okay. Geek Girls Book Club. Girls. Ach, thanks for the warning. Bleib lieber beim Fotografieren. Oh, was ist denn hier? Looks like nobody won this TP war. There's nothing left but ghosts. Ach so, nochmal Feierabend. At least that's an alarm from this century. Okay, Poster. Ich kann nicht was malen. Ist das mein Zimmer? Ich weiß gerade nicht. Wheel bang for Jesus? Nee. Okay, this is just mean and stupid. Kann ich da was anderes draus machen? Ah, das wird Konsequenzen haben, ernsthaft? Ich lasse das. Okay, ich weiß ja nicht, wer da wohnt. Und nicht, dass es jetzt irgend so ein Assi ist und ich hab grad... Oh, Victoria, give me a fucking break. Hier müssen wir rein. Ich guck trotzdem noch kurz ein bisschen weiter. P. Warren should be all over Brooke. They're perfect for each other. Life of Pi. Poster. But what's this poster really trying to tell me? Was? Okay, keine Ahnung. Oh, ich kann hier reingucken ein bisschen. Nee. Durch die Wand gucken, gerade ging's noch. Da so ein bisschen. Aber ich sehe nicht, was dahinter ist. Egal, wir gehen jetzt endlich mal in diesen Raum hier. Enter. Oh, jetzt habe ich gar nicht da an die Tafel geguckt, aber egal. Ach, das ist meins? Home sweet home. My favorite cocoon. Ja, so sieht es auch wirklich aus. Wow, hier ist die Wand mit ihren ganzen Bildern. Und natürlich ein Teddy. Jedes kleine, schüchterne Mädchen muss immer ein Teddy haben. Okay, so klein ist die auch nicht mehr, aber... Oh, meine Mom. Deswegen kriegt sie auch E-Mails und SMS. Ich lese mir das kurz durch. Ihr könnt ihr das auch lesen. Gerne Stopp machen. Ich würde es jetzt nicht übersetzen. Sie hat nur davon gehört, dass der... Also der Principal hat ihr eine E-Mail geschrieben von wegen dem Vorfall, dass irgendwas mit ihr ist. I should hit the thrift store and pick up some dollar vinyl. Is that too hipster? I don't care. Music inspires me in my photography. Guck mal hier mal rein. Max and Chloe, best friends forever. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say.
The longer I wait, the worse it'll be. Idiot. Hm. Dann ist leider so, wenn man auseinanderzieht, wegen sowas hier, dann sind Freundschaften leider manchmal nicht mehr zu halten. Wegen Internaten. Aber sie wird hier hoffentlich... Kate let me borrow her copy of the October Country. I should have every Bradbury book for myself. Wir sind ja schon dabei, hier ganz viele neue Freunde für uns zu gewinnen. So cheesy, but it makes me smile thinking of the day Mom and I sewed that together. Ahoy, Captain. At least I know you've got my back. Captain. When I swallowed your eye and my parents rushed me to the ER, I knew we were bonded forever. Warren even left me a little message with his flash drive. He's such a goofball. Okay. Oh, wir können ein Foto machen. Ein Selfie. Was haben wir da hinten? Ah, wir können Strom ausmachen. The Max Caulfield Photo Memorial Wall. Also, wir können hier irgendwie Strom ausmachen. Wo führt das hin? Die Lampen gehen dann aus. Und vermutlich das Radio, Laptop, Fotoalbum, Sticky Note. Ist das nicht das, was der haben wollte? Looks like Dana left me a little post-it note. Hey girl. Mhm. Okay, sie hat sich müssen wir jetzt zu ihr und das holen? Great. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Die hat sich nämlich den Flash Drive ausgeliehen. Jetzt müssen wir den da abholen. Ich mache hier mal den Strom aus. Vielleicht hat das einen Effekt. Ich glaube aber eigentlich nicht. Die Lampen gehen halt aus. Aber ist jetzt kein großartiger Effekt. Mach mal wieder an. Sieht hübscher aus. Look. Instant film is so damn hard to find and expensive now. Instant film. But I can't help it. I'm analog, not digital. Für ihre Kamera. Ich weiß gar nicht wirklich, wie solche Kameras funktionieren. Da muss ja so ein Film sein, der dann ausgerollt wird. Oder? Irgendwie. Oder hat man da so gestapelte, wie bei einem Drucker, so gestapelte kleine Fotoblättchen drin? Das frage ich mich. Das wäre ganz interessant, das mal zu wissen. Sollte ich mal googeln. Weil ich will eigentlich auch mal gerne wieder so eine Kamera haben. I'm glad Kate let me borrow her copy of the October Country. I should have every Bradbury book. Ach, das hat man auch schon angeguckt. Ja, dann gucken wir hier noch kurz DVDs. One day I'll organize my film collection. Ja, irgendwann mal. One day I'll get an actual HDTV. Natürlich. Here's my go-to source for instant photo inspiration. Was haben wir da? Also was sind Philip da für Fotos? Philip Lorca de Corsia, my man. My man. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras. Ah, Dolly, what a fantastic eye. He could truly freeze time. Okay. Oh. Fotografie hat ja wirklich auch was mit Zeit zu tun. Sie hält ja Zeit fest. Und er hat ja am Anfang auch, der Lehrer hat ja am Anfang auch über Hitchcock geschrieben, erzählt. Der auch gesagt hat, dass Zeit. Oh, ich kann sie mal wassern, die Pflanze vielleicht. Das ist mal gar nicht schlecht. You are thirsty. I'm the worst baby mama. Drink up. Baby mama. Das. Was? Das wird Konsequenzen haben? Okay, vielleicht weil hier kein Wasser mehr drin ist. Jetzt? Weiß nicht. Alfred Hitchcock, wo war ich gerade, hat ja auch gesagt, dass Bilder die Zeit einfrieren. Oder so ähnlich. Ich habe das vorhin nur so aufgeschnappt. Und das ist schon ganz interessant, dass sie dann noch fotografiert und dass dieser Schmetterling reinkommt und in diesem Moment erfährt sie, dass sie Zeitreisen wirklich, also die Macht hat, die Zeit zurückzuspulen. Was ich bisher nur kenne aus dem Film Butterfly Effect und aus dem Spiel, aus der Spielereihe von That's the only tourist picture I let them take of me at the Space Needle. That was a good hockey game and a great fight. Okay. Man, Kristen and Fernando were so drunk hanging on the Fremont Troll. Fremont Troll. Prince of Persia wollte ich sagen. Prince of Persia. Da hat man ja auch den Sand der Zeit und damit kann man auch seine letzten Ereignisse zurückspulen. Das heißt, wenn man von der Klippe springt, kann man einfach nochmal kurz
delete, die Zeit zurückspulen und ist wieder am Anfang. I love that mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday. And slipped in a $200 gift certificate. She sure knows how to make a sad birthday happy. Hard to believe I'm 18 now. I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood. Happy birthday, blah blah blah. We love you, mother and father. We miss you, but we're proud. Special day. Okay. Nur überflogen. Ich finde es zwar immer toll, wenn Spiele so viel Text beinhalten und sich so eine schöne Geschichte aushängen. Das ist wirklich klasse, aber ich habe immer so keine Lust, mir mal alles durchzulesen. I'll miss going to the games with my dad. Go Thunderbird. Deswegen klicke ich wenigstens alles Mögliche, also ich versuche alles Mögliche anzuklicken. It's not exactly pretty in pink, but no shits are given. Weil ich habe jetzt gemerkt, I like my wardrobe. Dass wirklich hier so eine kleine Aktion wie die Pflanze hier zu gießen, irgendeinen Effekt haben kann auf später. Das ist ja gerade dieses Interessante, diese Theorie am Butterfly-Effekt. Okay, wir hören jetzt 10 Sekunden zu und dann breche ich ab. Einen wunderschönen Blick auf ihre Fotos. Man erkennt, also meistens sind es auch Landschaften, würde ich sagen. Weniger Personen. Okay, ich unterbreche das mal. War schön. Könnte man sich aber auch eine Weile anhören. Das ist wirklich schön gemacht an diesem Spiel. Okay, ich glaube, ich habe alles angeklickt. Sticknote gucke ich mir nochmal ganz kurz an, weil ich den Namen vergessen habe von dem Mädchen. Looks like Dana left me a little post. Dana, okay. Great. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Klamotten, Cookies. Wir haben alles. Gut, dann würde ich sagen, wir leaven. Gehen zu Dana. Vielleicht geht's auch gleich automatisch. You can't get out now, Dana. So tell me the truth or rotten there. Tell me the truth. Oh. Welcome to the real drama queens of Blackwell. Let me out, Juliet. This is so stupid. Answer, you wuss. Hey, Juliet. Is everything cool? Oh, yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. You are ridiculous. She's your friend. She's your friend. Friends don't sex with their best friend's boyfriend. No, sexed. Probably not. How did you find out? Why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Haben wir das schon irgendwo gelesen? Oh, das stand bestimmt vorne auf dem Ding. Ich klicke jetzt das an, dann spule ich Z zurück und dann gucke ich vorne auf die... Vielleicht habe ich es ja jetzt auch gleich vorne, was hier rechts. Ich sag jetzt Juliet Mason. Juliet Mason. That was truly sad. Thanks for your concern, Max Caulfield. By the way, Juliet Watson. Okay. Heißt die wirklich jetzt Watson? Ich gucke noch mal drauf. Yep. Welcome to Black Hill. Ja, Juliet Watson, okay. Hätte ja sein können, dass sie uns angelogen hat. Ich überspringe das kurz. Oh, yes, Mac. Juliet Watson, you be nice. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Thanks. I locked Dana in because she was sexting Zach, my boyfriend. Unbelievable. Was ist denn sexting? Ist das mit jemandem schlafen oder bedeutet das, dass sie mit ihm geschrieben hat? Und zwar perverse SMS, also texting und dann sexting. Ich weiß es nicht. Woher weißt du das? How do you know? Victoria Chase. You know her. You could say that. But why would Dana go after your boyfriend? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext. And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max. Okay, sex scheint bedeutend. But I bet Victoria did. I know the proof is in her room. Okay, ich muss mal in den Raum gucken.
von Victoria. Komme ich da rein? Wo hat sie ihren Raum? Ach ja, da hinten war das, wo sie, der Spruch stand mit Gandhi. War es Gandhi? Ah, hier ist auch offen. Schön, da können wir einfach mal eintreten. Das ist jetzt problematisch, weil wir haben ja vorhin Victoria nett behandelt einigermaßen und jetzt sind wir aber in ihrem Raum. Wenn sie jetzt reinkommt, sind wir am Arsch. Ouch. Well, at least she puts her photographs out there. Unlike me. Okay, irgendwie hat sie irgendwas versagt. She's actually got a classic medium format camera with some awesome prime lens. I hate you, Victoria. Is she going to get a 3D printer for her dorm room? Was, bitte? Maybe I will join her posse. Ja, die hat ja jetzt viel Geld, scheinbar durch ihre Eltern. Das Poster. They should call oder Fotos? This series aloof. Cold and soulless. Soulless. Kind of like Victoria. Juwelen. Okay, if I did wear expensive jewelry, I would wear this for sure. Yes, I get it. Enter the Vortex Club. No. Look, Consular Music. Yes, Victoria has the best Retina screen laptop. Natürlich. Let me just check to see if she posted my picture. Nur das Beste für. I'll give Victoria props for not posting my photo. And for this nice shot. Hat sie nicht, oder? Boom! This is the email I need to show Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of here. So sad, you're from here, Dr. Punk, Juliet, just now. Get out your popcorn. Was? Ich auch noch nicht, scheinbar stimmt's nicht, aber ich drück's mal aus. Und damit wird die Sache wohl erledigt sein. Look, was haben wir hier? Können wir mal angucken. Ja, schön. Das ist hier ausgedruckt? Nee, das ist kein Drucker. Was ist das hier für ein Buch? Victoria is a real Jefferson groupie. Groupie. Victoria hates Rachel Amber this was? Much? Who cares? How insecure. Alter. Kann man nur so sein, wenn jemand vermisst wird, wirklich? Ihn dann so sehr I zu bet heißen. Victoria put Juliet on her shit list after this article. Okay. Jetzt nehmen wir das bitte. This better convince Juliet that Dana is innocent. So, unschuldig. Unschuldig? Den Rest gucke ich mir nicht an. Oder Schuhe, Klamotten sollte klar sein. Oder hat das wieder einen Effekt? Ich gucke es mir nur an. Tasty plasma. Maybe I could sneak in and watch Final Fantasy Spirits Within. Okay. Vielleicht auch. Vielleicht auch etwas, was ein bisschen Dior, toller ist. Givenchy. You could pay for my tuition with that wardrobe. Obwohl ich Final Fantasy, die Filme noch nicht gesehen habe. Ich habe auch die Spiele noch nicht gespielt. Oh, Fotos. Mess up. Nee, das hat bestimmt einen bösen Effekt. Ich will ja nicht reinrennen und das zerstören, auch wenn sie eine blöde Kuh ist. Oder soll ich's? Ich weiß nicht. Ich mach's. Let's play a little photo Tetris and leave Victoria a message. Let's move this here. Okay. And this one there. A pattern is emerging. Ja, dachte ich mir, dass es einen Effekt hat. Ist mir aber egal. Bin mal gespannt, ob da was passiert. Weil ich frage mich immer noch, wie das mit der Pflanze irgendeinen Effekt auf uns hat, dass wir die gegossen haben. So, E-Mail. Juliet, read this. Of course. Tja, die haben dich verarscht. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No, but I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? And you do my laundry. Thanks, Max. You're like the Blackwell Ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Ja, endlich, deswegen sind wir hier. Halloween Party, Filmnacht. Almost done. Get the flash drive and then I'll go see Warren. Ja, gleich haben wir's. Letter. This is both sad
and pathetic. Ach man, wie soll man denn so was lesen? Das ist irgendwie wirklich traurig. Wer schreibt denn so? Das sieht aus wie von einem Kind, aber es ist bestimmt nicht von einem Kind geschrieben, wenn da steht, ich bring dir Geld. Ach, da ist er ja. Must protect my precious, so Max never has to chase it down again. Flash drive? I better make sure everything is still in there. I think Warren forgot to hide the party buster folder. Not that I would open it, no matter how tempting. I have my self-respect. The party bust. Okay, ist alles drauf, scheint so. Alles da, cool. Ja, hier mal, was haben wir? Fotos, Bigfoots. Braucht man nicht. Ich rede nochmal mit ihr, oder? Lass mich. Bisschen hey, Dana. Sinnvoll wäre das, ja. Seriously, thanks again. I can't believe Juliet locked me in my own room. Real mature. Victoria's not nice. Juliet gets her rage on. Victoria is not nice. I don't get it. She has everything. And to pull that prank on a friend? Just because they're in the Vortex Club doesn't mean they're BFFs. I'm in it, and Victoria creeps me out. Max, you're smart to be a loner here. Though Warren obviously likes hanging with you. Was meinst du damit? Er ist ein guter Junge. He's a good guy. A geek like me. You saw the files in his flash drive. Tons of crazy shit. Films I've never even heard of. And in a special folder called Max. Yeah, okay. I gotcha. Ja, ich hab doch gesagt, das steht auf sie gleich, als ich die SMS in ihrem Handy gelesen hatte. Look, was ist das? It would be a cool sticker without the words. Fotos sind ja überall, soll ich auch noch ein Selfie machen? Nee, geht nicht. Cheerleader-Outfit. I can't even imagine what life would be like being a cheerleader. Dramatic, I guess. Ja, kommt drauf an. Man wird ja dadurch ganz schön sportlich, das ist schon mal gut. Aber was man da andere Sachen... Ah ja, ich komme doch schon. Ich hab doch... Jetzt, wo ist er denn? Bye. Also ich habe ihm jetzt geschrieben und jetzt sind wir unterwegs.